Sophie, jetzt haben wir die zusammengeklebt. Jetzt müssen wir noch diesen Bügel da oben rankriegen. Dafür mache ich jetzt mit dieser Prickelnadel hier oben zwei Löcher rein. Muss man gut auf seine Finger aufpassen. Deswegen machen wir großen das meistens. So, jetzt habe ich zwei Löcher da reingemacht. Und jetzt wollen wir den Draht da durchstecken. Sophie, das schaffst du. Hier. Darfst du mal gucken. Ja, und die andere Seite. Ja, macht nichts. Stecken wir erst da durch, dann können wir den da gleich wieder hoch machen. Ja, guck. Und jetzt kannst du den da mit hochziehen. So, jetzt haben wir den Draht fest. Jetzt kann man sich aussuchen, ob man ein elektrisches Licht da reinhängen möchte. Dafür ist der Draht ein bisschen zu lang. Oder eine Kerze. Genau, man nimmt ein Teelicht, stellt es da rein. Dann dürfen die Großen das anmachen. Und dann haben wir so einen bunten Draht. Und dann ist auch die Laterne fertig.